Heute ist Freitag und es gibt wieder eine Buchvorstellung und heute geht es um ein Kinderbuch. Allerdings auf Englisch, gibt es leider nicht auf Deutsch. Aber das Schöne an dem Buch ist, dass es schöne Bilder hat, nicht viel geschrieben. Und wenn du Englisch kannst, kannst du es natürlich übersetzt den Kindern vorlesen. So mache ich das. Ich werde euch das aber nochmal am besten in Nahaufnahme zeigen. Viele Bilder, wenig geschrieben und lest es dir am besten selber erstmal vorher durch und dann kannst du es den Kindern lesen. Um was geht es in dem Buch? Das Buch hat übrigens der Dr. Wayne Dyer geschrieben, der ist ja vor kurzem verstorben. Der hat sehr schöne Bücher geschrieben, auch für Erwachsene, zur persönlichen Weiterentwicklung, zum Gesetz der Anziehung. Ganz, ganz toller Mensch. Es gibt wohl, glaube ich, auch einen Film über ihn auf YouTube. Wenn ich den finde, kann ich das mal verlinken. In dem Buch geht es um persönliche Weiterentwicklung für Kinder. Und hier steht jetzt Goodbye Bombs. Also es geht darum, dass sich eine Mädchen von ihren Pickeln verabschiedet, die sie total stören. Ja? Und sie hat halt diese Pickel, sie findet sie nicht schön. Und oft ist es ja so, dass Kinder sich dann auch schon negativ fühlen, klein fühlen, hässlich fühlen und so auch zur Zielscheibe von Mobbing werden. Und in dem Buch wird sehr, sehr schön erklärt, wie der Vater mit der Tochter darüber spricht, wie sie nur mit Gedankenkraft dafür sorgen kann, dass diese Pickel verschwinden. Und er erklärt ihr, was die Gedanken für Auswirkungen auf das Leben haben. Sehr schön erklärt. Das ist halt all das, was du über dich selbst denkst, das strahlst du aus und bestätigst es und es wird immer mehr. Und dass du aber, auch wenn du schüchtern bist, nicht daran denken solltest, dass du ständig schüchtern bist, sondern, also erklärt sehr, sehr schön. Ich möchte es auch nicht hier alles erzählen, aber der Vater erzählt dem Mädchen, wie schön es ist, seine eigenen Gedanken bewusst zu werden, damit zu arbeiten und damit sein Leben zu verändern. Ich hoffe, ihr konntet mich jetzt hören, ich mit meinem Mikrofon hier. Das war's zu diesem Kinderbuch. Wenn ihr mehr Kinderbücher haben möchtet, das ist übrigens ein sehr dünnes Kinderbuch, also sehr schön auch vorm Einschlafen zu lesen. Und wie gesagt, ganz viele schöne Bilder, richtig schön bunt. Kinder schauen sich natürlich so etwas ganz gerne an. Und wenn die Mama das auch noch in Deutsch erklärt und das Kind das verstehen kann oder in Arabisch oder in Türkisch, je nachdem, in welcher Sprache du das übersetzen möchtest, lies es jetzt mal selber durch. Mach dir den Inhalt erstmal bewusst, verstehe den und danach schau, dass du es in deiner Sprache dem Kind rüberbringst. Und ich würde nicht zu viel erklären. Ich habe das am Anfang gemacht. Das nervt die Kinder total. Die wollen einfach nur die Bilder sehen und die Geschichte und nicht die Interpretation von Mama. Okay? Einfach nur erklären, was in dem Buch steht. Gemeinsam das Buch genießen und schauen, auch mit der Zeit wird das Kind unbewusst mit seinen Gedanken arbeiten. Sowas lernt man nicht in der Schule, sollte er bei dir zu Hause lernen. Und du wirst sehen, das wird sein Leben auf jeden Fall positiver verändern, weil er merkt, dass er nicht Opfer ist der Umstände draußen, sondern dass er sein Leben in die Hand nehmen kann, nur mit seinen Gedanken. Das war's jetzt zu dieser Buchvorstellung am Freitag. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend noch, ein wunderschönes Wochenende. Wenn du weiterhin mit mir in Kontakt bleiben möchtest, freue ich mich, wenn ich deinen Namen in meiner E-Mail-Liste sehe. Da bekommst du weitere Informationen von mir zu den Videos und da verlieren wir uns nicht mehr aus den Augen. Ja? Also trag dich in meinen E-Mail-Verteiler ein. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend und dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag wieder mit dem nächsten Video.